Was geht ab, meine Sieffighter-Hose, hier schönen Sonntag allerseits und willkommen zum Teamrating-Video Nummer 67, sollte das sein. Vielen lieben Dank natürlich auch für die ganzen Einsendungen diese Woche. Wenn ihr wie immer wissen wollt, wie ihr dran teilnehmt, so ist der Link dazu in der Beschreibung, Freunde. Die Infos findet ihr in der Beschreibung. Da würde ich sagen, wir fangen erstmal von der Frage vom letzten Video an, am Ende des letzten Videos, nämlich unser Boy Nerdschmerz hatte für euch quasi seine Anfrage. Keine Ahnung, wie ich die Rotation machen soll. I need your help like a Trunks need always from the Gegenwart. Und zwar, Freunde, hattet ihr quasi natürlich mal wieder sehr gute Vorschläge für den Boy Nachtschmerz. Unter anderem sah sein Team erstmal oder die Anfrage an sich folgendermaßen aus. Wir hatten so gesehen Hit als Leader, Universe Survival Saga Team oder Schrägstrich Universum 6 Team. Das war seine Charakterliste. Ihr seid hierher gegangen. An sich gab es wirklich so mehr oder weniger, hat man an den Rotationen ein bisschen gearbeitet. Man hat auch versucht quasi Kayle mit einzuinvolvieren als Supporterin. Kayle als Supporter ist wirklich sehr, sehr gut. Oder man hat sich auch gesagt, zum Beispiel, dass man Uigoku mit Argel Gotku in der Rotation hält. Oder dann Asia Golden Freezer in der Rotation auf jeden Fall auch mit Frost. Das gab es auch, diesen Vorschlag. Das ist auf jeden Fall gut. Asia Golden Freezer, wenn man Asia Golden Freezer weghält von den Superclass-Verbündeten, dann geht das auf jeden Fall. Oder hier ein schöner Vorschlag, physisch Kayle und Kevlar würde natürlich auch so funktionieren, wenn man dann Kayle noch als Supporter mitnimmt, umso besser. Wie gesagt, wegen Asia Golden Freezer, wenn man ihn in Rotation hält mit einem Superclass-Verbündeten, dann tut er ja den Angriff von unseren Verbündeten auch um 15% senken. Ich meine, trotzdem machen die Charaktere dann noch Schaden, aber es sind 15%, die vom Angriff fehlen. Die fehlen halt, das macht schon was aus. Aber wie gesagt, wenn ihr dann, wenn man quasi Freezy mit Frost hält, dann würde das auch funktionieren. Die sind gar nicht mal so schlecht in der Rotation, linken sich mit 4 Link-Skills. Man könnte die auf jeden Fall spielen. Oder man kann natürlich auch an der Stelle Frost mit Hit spielen. Denn Frost könnte so gesehen den Stun vorbereiten für Hit. Das würde auch funktionieren. Die haben 3 Link-Skills hier an der Stelle. Zeit der Rotation, Uigoku, Argel, Gotku. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, merkt man. Was ich machen würde, wäre folgendes. Beziehungsweise ist natürlich alles richtig, alles hat seine Berechtigung. Ich würde auf jeden Fall vielleicht mal Kayle mit reinnehmen. Kayle ist wirklich eine sehr gute Universe Survival Saga Supporterin für, also Super Saiyan Kayle jetzt an der Stelle, Super Saiyan 2 Kayle. Für Berserk Kayle zum Beispiel, da haben wir 2 gute Supporter, die wir rein und raus rotieren können. Dann kann man natürlich Frost mit involvieren. Man könnte Frost in der Rotation spielen, beispielsweise mit Angel Gold Freezer. Wie gesagt, hätte Uigoku mit Jiren, das wäre, mit Jiren sage ich, mit Hit, das wäre ein bisschen nicht so nice. Oder man nimmt halt, entscheidet sich dafür, dass man Gotku mitnimmt. Dann spielt man Gotku mit Uigoku und hat noch einen Charakter, den man rein und raus rotiert. Oder in dem Fall hält man halt Kevlar mit Hit. Aber ihr merkt schon, ich will auf was ganz anderes hinaus, weil mir fehlt die zweite Option. Ihr merkt schon, wenn ich Kayle mit reinnehme, mir fehlt ein guter Partner für, sag ich mal, beziehungsweise wäre Frost ein guter Partner. Aber Frost könnte man entweder mit Angel Gold und Freezer spielen oder mit Hit. Ich meine, du könntest Hit mit Frost spielen, das würde auf jeden Fall funktionieren. Und dann Uigoku mit Gotku in der Rotation. Und dann hättest du zwei sehr schöne Support-Charaktere mit Kayle und Toppo. Aber worauf ich eigentlich jetzt letztendlich hinaus will, außer davon, dass, wie gesagt, eure Vorschläge auf jeden Fall eine Berechtigung haben, alle richtig sind, den Friend. Nimm als Friend Jiren. Wenn du als Friend Jiren nimmst, Jiren ist ja auch Universe Survival Saga Kategorie-Leader. Wenn du als Friend Jiren nimmst, dann kannst du den Friend mit deinem eigenen Hit in der Rotation halten. Jiren und Hit sind wirklich sehr, sehr gut in der Rotation. Und die Zeit wäre dir überlassen. Sowohl Angel Gold Freezer mit Frost würde funktionieren, als auch Gotku mit Uigoku, auf was du Lust hast. Da dein Uigoku auf 100% ist, könntest du ihn auf jeden Fall spielen mit Gotku. Und dann hättest du zwei gute Support-Charaktere mit Toppo und Kayle, die ich auf jeden Fall noch reinnehmen würde. Also da wäre so quasi, da würde ich auf jeden Fall den Gebrauch vom Friend machen. Weil Hit ist ein sehr guter Charakter, so ist nicht. Aber wenn ihm fehlt quasi so ein, ich will nicht sagen, ihm fehlt ein guter Partner. Er kommt auch selbstständig gut klar. Aber in dem Setup, sag ich mal, da hat auf jeden Fall ein Partner gefehlt. Aber wenn du den Friend dann mit involvierst, dann hast du auf jeden Fall Jiren mit ihm in der Relation. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Partner. Und dann spielst du, wie gesagt, beispielsweise Uigoku mit Gotku und Nasai Supporter noch im Team, hast sogar noch einen Charakter übrig, denn wir haben ja den Friend involviert, heißt, wir haben zum Beispiel jetzt drin Hit, in deinem eigenen Team, Hit, Uigoku, Argel, Gotku, Toppo und Kayle, Supporterin, und einen Charakter hättest du noch. Da würde ich dann in dem Setup wahrscheinlich nicht Angel Gold Freezer mitnehmen, weil der würde ja rein raus sortieren. Wenn man Uigoku in der Rotation hätte, dann würde der Rotation eigentlich nur schaden, aber so einen individuell starken Charakter wie Kevlar kannst du auf jeden Fall mitnehmen, beispielsweise, und genau. Wenn du deinen Friend mit involvierst in das Team. Die nächste Einsendung ist ja an der Stelle von Dinosaur. Dinosaur, lieben Dank fürs Einsenden. Dinosaur One
Und zwar schreibt unser Boy uns, Hashtag Timozero, hey Ozero, kannst du bitte mal einen Blick auf mein Pure Saints Team werfen? Hab das Gefühl, dass es da noch Verbesserungen gibt. Bin knapp vor einem Jahr durch dich zu Dokkan Battle und finde deine Videos super. Mach alle so, lieben Dank fürs Kompliment. Mein Freund, bleib dran. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall hier seine Einsendung an. Und zwar ist die Einsendung jetzt, ja, oh, okay, alles untereinander. Ist nicht schlimm, aber wäre cool, wenn es quasi alle separate Bilder sind, weil da kann ich von links nach rechts. Aber in dem Fall ist wirklich nicht schlimm. Ich mache es einfach so. Guck mal, das geht doch. Dafür haben wir die Technik. Wenn sie heute funktioniert, dann passt es auf jeden Fall. Alles klar, wir haben hier ein Pure Saints Team. Und by the way, bei der Einsendung von letzter Woche, Punktzahl 8 von 10 auf jeden Fall. Genau, bei dieser Einsendung Pure Saints Team, alle Charaktere gehören zu Nier Skill 8 von 10 Punkten, also Max Levels, Max Awaked, ja. Ja, nee, ich hab grad 8 von 10 gesagt, wieder gehen. 6 von 10, weil sie richtigen Charaktere im Team sind und jetzt Max Level, Max Awaked, genau 8 von 10. Alles klar, wir haben jetzt zum Beispiel. Ja, okay, also das kann man auf jeden Fall so spielen. Die Sache ist, so auf den ersten Anblick, wie wären die Rotationen? Ich meine, Majin mit dem Leader Vegeta, das geht nicht, das geht schwer. Die linken sich kaum, nur mit Royal Lineage. Majin Vegeta würde ich auf jeden Fall einen Charakter versetzen, der over eine Flash hat. Davon hast du ja reichlich gute Charaktere. Wenn wir mal einen Blick in die Charakterliste einsetzen, dann wäre es natürlich immer gut, wenn man die LS verwertet. Die Sache ist jedoch, man könnte zum Beispiel sehr gut Majin Vegeta in der Rotation spielen mit dem Free-to-Play-Vegeta. Die Sache ist jedoch, dieser Free-to-Play-Vegeta heißt Super Saiyan Vegeta. Er heißt wie unser Leader, deswegen können wir ihn nicht ins Team nehmen. Aber du hast zum Beispiel jetzt, wie gesagt, einen Over- und Flash-Charakter. Lass ihn drin, sei es jetzt Super Saiyan 3 Bardock mit oder Goku mit Majin Vegeta in der Rotation. Dein Goku ist auf 100%, also könntest du beispielsweise ihn in der Rotation lassen mit Majin Vegeta. Die hätten Over- und Flash. Super Saiyan würde reichen, Majin Vegeta wäre gut versorgt. Der Issei Goku macht auch sehr guten Schaden. Ich würde mir einen besseren Partner wünschen für Vegeta dann in dem Fall. Ui Goku würde ich raus tun, um ehrlich zu sein. Der hat keinen Super Saiyan, der ist ein bisschen hier fehl am Platz. Auch an sich wirst du merken, der linkt sich. Also mit Killings linkt er sich natürlich in Ordnung, aber so mit Angriffslinks fehlt da auf jeden Fall was. Für Vegeta ein guter Partner wäre zum Beispiel Int-Vegeta, 7 von 7 Linkskills oder physisch Broly würde auf jeden Fall auch gehen. Wisst ihr das? Dann gehe ich mal eigentlich sofort rüber zu den Graphen, die ich erstellt habe. Und zwar folgendermaßen. Also entweder hältst du jetzt deinem eigenen Leader mit dem Int-Vegeta in der Rotation. Das sind alle Linkskills sind getriggert bis zur dritten Transformation, also bis er zu Super Saiyan 2 wird. In der anderen Rotation hast du Majin Vegeta, auf jeden Fall ist ein Eller, den verwerten wir in der Rotation mit Goku zum Beispiel, Issei Goku. Wie gesagt, Over Flash, Super Saiyan reicht auf jeden Fall an der Stelle vorerst. Und dann haben sie, glaube ich, noch Saiyan Warrior Race. Das sind drei Linkskills. Ein Supporter würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Der hat mir gefehlt. Paragus mit reinnehmen. Keep plus 12 für plus 10. Attack 140% macht auf jeden Fall sehr gut was aus. Und dann habe ich hier dir quasi eine kleine Wahl gestellt. Du könntest dann als Rotationscharakter Super Saiyan 3 Bardock mitnehmen. Super Saiyan 3 Bardock ist wirklich ein sehr guter Rotationscharakter. Er hat Prepare for Battle Over the Flash. In dem Fall sehr gute Linkskills für beide Rotationen. Aber wenn die HP 70% und drunter fallen, gibt er noch 40% für die Superclass-Verbündeten. Ist auch individuell, wie gesagt, ein starker, guter Charakter, Medium Chance zu ziehen, etc. Oder du sagst dir, ja, okay, also. Oder du hast einfach, um es einfach zu haben, Bock auf Broly. Dann kannst du Broly auch mit reinnehmen. Die Sache bei Broly ist, wenn du ihn rein und raus rotierst, für diese Rotation macht er gar nichts. Weil der hat keinen Shocking. Sorry. Er hat Shocking Speed und Prepare for Battle, aber die Rotation hat nur Over and Flash. Deswegen, worauf ich hinaus will, eher mit der Wahl ist. Du könntest auch physisch Broly in der Rotation spielen mit deinem Vegeta. Die teilen sich mit 4 Linkskills. Da müsstest du auf den Int-Vegeta quasi verzichten. Könntest aber trotzdem noch Bardock als Support-Charakter, in dem Fall als Rotationscharakter mit reinnehmen, rein und raus rotieren. Also wenn du Broly spielen willst, dann in der Rotation mit dem Vegeta, kannst dann quasi Bardock entweder als Rotationscharakter weiter spielen oder statt Goku, wobei dein Goku auf 100% ist, wie gesagt. Die Wahl liegt letztendlich bei dir, mein Freund. Kannst du gerne wissen, für was du dich entschieden hast. Mir ging es halt darum, physisch Broly ist ein guter Charakter. Und physisch Broly ist ein neuer Charakter. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein oder andere ihn spielen will. Und du könntest auf jeden Fall aber auch physisch Broly wirklich statt dem Int-Vegeta spielen. Auch wenn die sich mit 7 von 7 Links jetzt teilen, physisch Broly ist immer noch physisch Broly. Weißt du, was ich meine? Ist wirklich ein sehr guter Charakter. Deswegen wollte ich dir eine Wahl geben, im Endeffekt kannst du gerne wissen lassen, wen du mit deinem Leader in der Rotation spielst. Genau, dann kommen wir auch zur nächsten Einsendung. Und zwar, die nächste Einsendung ist hier von Garn My Boy. Und zwar Hashtag Team Ozero. Hi Ozero, hier ist mein Heroes Team mit Tech Vegito Blue als Leader, inklusive den Gedanken, die ich mir fürs Team gemacht habe. Wollte mal wissen, was du davon hältst und ob du etwas verbessern kannst. Erstmal sehr, sehr schön wirklich Props. Hast du sehr viele Gedanken gemacht. Ich sehe es auch, ich werde es vorlesen. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall die Zeit dafür.
Erstens, ich habe Tag Vegito Blue als Leader anstelle von Super Saiyan AGL Goku genommen, da ich mit meiner Einschränkung arbeiten wollte. Alles gut. Zweitens, da ich Tag Vegito Blue in einer Rotation halten wollte und Ui Goku eine meiner Lieblingsunits ist, habe ich ihn als Partner gewählt. Alles cool, sehr schön. By the way, wir sind hier in einem Heroes Team. Heißt an sich, in einem Heroes Team geht sehr, sehr viel. Man kann sehr viele Charaktere mitnehmen. Also es werden viele Setups richtig. Ich werde jetzt speziell auf deine Gedanken angehen, auf dein Setup, was du dir dabei gedacht hast und dazu mein Feedback geben, sag ich mal. Weil der ein oder andere könnte sagen, nee, das würde ich so und so spielen. Zum Beispiel Ui Goku nicht mit Vegito Blue. Aber da du es willst, es passt. Man kann es auf jeden Fall machen. Deswegen, lass uns mal weiterlesen. Die zweite Rotation mit LR Goten und Trunks und Beerus ist zwar etwas unkonventionell, aber beide LR teilen sich viel Links, wovon einer immer zwei Key mit sich bringt. Ja, das mag man vielleicht nicht denken, aber LR Beerus und LR Mighty Mass oder LR Goten und Trunks linken sich wirklich gut. The Innocence, Prodigies, Shocking Speed und Legendary Power. Als Rotationscharakter habe ich mich für den AGL Godku entschieden, da dieser anstelle von The First Awakened Kamehameha hat, welchen sowohl mit Ui Goku als auch mit Tech Vegito Blue teilt, wobei ich mich hier frage, ob der Strength Godku vielleicht nicht besser wäre, da er so wie der AGL Goku Godku Shocking Speed besitzt und zusätzlich The First Awakened, was für Ui Goku ja eigentlich besser wäre. Die Sache ist, AGL Godku und Strength Godku sind wirklich identisch. Wenn in einem Team Ui Goku ist, spielst du den Strength Godku, weil er, wie du sagst, The First Awakened hat und Kamehameha, darauf würde ich verzichten, auch wenn es Tech Vegito Blue hat, das sind nur 2500 auf den Angriff, da würde ich lieber 25% auf den Angriff nehmen, also ja, Strength Godku würde ich da eher bevorzugen. Fünftens, ich habe mich beim Supporter eher für Pan entschieden, im Gegensatz zu zum Beispiel LR Great Saiyaman, da Pan noch mit den beiden LR The Innocence teilt und sich noch den Attack Boost mit sich bringt, anstelle von, wie schon erwähnt, LR Great Saiyaman. Die Sache ist die, The Innocence ist ein Angriff-Link-Skill. Innocence teilen sich LR Goten und Trunks und LR Beerus schon, heißt, der Charakter, der in der Mitte ist, der bekommt nicht zusätzlich dann nochmal von Pan 10% auf den Angriff dazu, weil Angriff-Link-Skills werden nur einmal geteilt für den Charakter, der in der Mitte ist. LR Beerus, nehmen wir mal, ist links, Mighty Mass in der Mitte, da kommt Pan rein, weil LR Beerus und Mighty Mass teilen sich schon The Innocence, heißt, er bekommt, also LR Mighty Mass in dem Fall, weil er in der Mitte ist, bekommt dann nicht nochmal 10% auf den Angriff, weil es ein Angriff-Link-Skill ist. Das geht nur mit Ki. Nur mit Ki geht das. Hätte zum Beispiel LR Pan noch Shocking Speed, dann würde er von beiden Seiten Shocking Speed bekommen. Das geht aber nur für Ki. Die anderen Link-Skills, die werden nicht doppelt geteilt. Deswegen schauen wir mal, ob wir Pan ersetzen können. Das wären dann soweit meine Gedanken zum Team. Falls du noch Verbesserungsvorschläge hast, raus damit. Und ansonsten noch mal, mach weiter so, feiern deine Videos mega, aber ganz besonders deine Streams und die Hartz-IV-Cosplays. Vielen lieben Dank für die netten Worte, vielen lieben Dank fürs Kompliment. Props an dich, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast. Dann wollen wir uns das Team hier mal an der Stelle ansehen. Und um es kurz zu fassen, wie gesagt, erstmal so vom Setup her ist, wie gesagt, Heroes Team geht auf jeden Fall klar. 6 von 10 Punkten, alle sind ja zum Niederziel gehören die natürlich. Rainbow Team müssen wir drauf achten, denn noch mit der Einschränkung. Also Max Awake 8 von 10 Punkte. Wie gesagt, ich sag mal ganz kurz die Charaktere, dann gehe ich mal zu meinem Graphen, den ich erstellt habe, was für Gedanken ich mir gemacht habe. Und wie gesagt, Pan würde ich raustun für LR Great Saiyaman. Wir haben 2 LR in dem Team. Und die 2 LR mit Ki zu versorgen, ist immer wichtig. Vor allem LR Beerus, der hat ja quasi nur Shocking Speed oder in der Rotation dann mit Mighty Mass, wobei Mighty Mass sich gut selbst mit Ki versorgt durch die Passive. LR Great Saiyaman würde ich reintun für Pan. LR Great Saiyaman gibt sehr gut Key für Super Class Ability und das brauchen die LR, sag ich mal. Das können sie auf jeden Fall sehr gut verwerten. Zudem, wenn er seine Super Attack hat, die Ultra Super Attack, dann boostet er ja auch, wenn du ihn rausrotierst, die nächste Runde, weil sein Angriff-Boost für die Verbündeten über 2 Runden geht. Wie gesagt, wir hatten Tag Vegito Blue mit Ui Goku, einer deiner Lieblings-Units, lässt du auf jeden Fall so drin, kann man so machen. Aber jetzt wegen dem einen Rotationscharakter. Wie gesagt, statt AGL Godku würde ich Strength Godku nehmen, auf jeden Fall. Wenn du Strength Godku rein und raus holst, machst du auf jeden Fall nichts falsch. Er ist ein individuell starker Charakter. Er hätte für die Rotation das, was sie brauchen. Ob du jetzt The First Awakening und Godly Power Ui Goku gibst oder die an der Stelle Warrior Gods für Vegito Blue, ist er selbst überstellt. Ich würde hier an der Stelle zum Beispiel Tech Vegito Blue links halten, in der Mitte Ui Goku und dann Godku reintun. Da würde auf jeden Fall sehr gut funktionieren, wenn er in die Rotation kommt. Aber für die andere Rotation ist er auch gut am Start. Wie gesagt, Shocking Speed hat er Godly Power für Beerus. Und das ist die Sache. Mir wäre es wichtig, wenn Beerus noch irgendwie Godly Power bekommen würde. Wie gesagt, mit Godku würdest du alles richtig machen. Dann passt das Team. Aber ich hätte dir noch hier zwei an sich mal Supporter reingeklatscht mit Godly Power, die diese Charaktere gut supporten könnten. Da könnte es quasi, falls du sie irgendwie mal hast, könnte natürlich auch sein. Supreme West Kai an der Stelle gibt Realm of Gods Charakteren 40% auf Attack und Death. Heißt, das würde Vegito Blue bekommen, Ui Goku und LR Beerus und gibt eine Crit Chance zu dem dazu und sie hätte auch Godly Power. Also sie wäre gar nicht mal so schlecht oder du entscheidest dich für Whis. Whis hätte auch Godly Power, ist auch ein Supporter, Kid Style.
Und er taggt, tralala, 20% glaube ich, oder 25%, ich schau mal kurz nebenbei nach. Aber dann viel wichtiger ist natürlich, er hätte auch Shocking Speed, Shattering the Limit und wäre auch hier für diese Rotation gut und hätte auch Godly Power für Uigoku. Deswegen, wie gesagt, Elagrate Simon auf jeden Fall rein, für was du dich hier entschieden hast. Sowohl Godku würde es gut machen als individuell starken Charakter, der rein raus rotiert, aber auch ein Supporter, wie die beiden, die ich hier quasi ist. Ich wollte quasi Godly Power Supporter die aufzeigen. Und genau hier Whiskip Keep Plus 2 und Attack und F 20% für jeden Verbündeten. Deswegen, das wäre so mein Feedback dazu. Vielen Dank für deine Einsendung und cool, dass du dir so viel Gedanken gemacht hast. Und dann wollen wir mal hier vorerst zum nächsten Team kommen. Das nächste Team an der Stelle ist hier von Kujita. Gogeta 411, lieben Dank für die Einsendung. Gogeta schreibt uns, Hashtag Team Osoru, fährt deine Videos, mach bitte weiter so, du hast mein Pure Saiyan Team, ich hoffe, du kannst mir helfen. Schauen wir mal rein, mein Freund. Und zwar haben wir hier folgendes Team. Alle Charaktere gehören zum Niederskill, 6 von 10 Punkten. By the way, sorry, ich merke es auch gerade, wenn ich eine neue Einsendung nehme, dann laggt das kurz. Ich hoffe, das ist nicht allzu stark, aber sorry dafür. Pure Saints Team, alle gehören zum Niederskill, 6 von 10 Punkten. Also Max Level, Max Awake, 8 von 10 Punkten. Eine sehr, sehr schöne Rotation. LA Majin Vegeta, LA Super Saiyan 3 Goku, eine sehr schöne Rotation. Over the Flash, Shattering Limit, sehr, sehr wichtig für LA Super Saiyan 3 Goku. Das sind schon mal Key Plus 5. Dann haben wir an der Stelle noch Legendary Power und Super Saiyan. Sehr cool. Wir hätten hier einen Bardock und Tora als Supporter, gefällt mir. Wichtige Charaktere eben, Support-Aspekt für die LR. Aber außerhalb davon haben wir dann Vegeta als Leader in der Rotation mit dem Super Saiyan 4 Vegeta. Kann man auf jeden Fall machen. Aber schauen wir mal kurz, ob wir vielleicht einen besseren Partner hätten für unser Boy Vegeta hier. Ich meine, mit 4 war Vegeta hat das same Pride, deswegen ist es schon mal sehr, sehr gut. Aber ansonsten, das sind dann Pure Saiyan Charaktere, würde ich mal sagen, hast du so von sich aus alles richtig gemacht. Wäre gut, wenn du den Boy noch auf 55% klatscht. Man hätte ja auch einen LR Goku als Supporter, aber nicht alle Charaktere sind von Super Class. Also verstehe ich, dass du zum Beispiel Bardock mitgenommen hast. Geht auf jeden Fall auch. Kannst du auf jeden Fall spielen. Und ja, also wäre nicht verkehrt. Das sind seine Super Class Charaktere. Ah, LR Great Simon. Wenn du Bock auf LR Great Simon hättest, das wäre nicht verkehrt. In dem Fall wäre es sehr, sehr gut für Super Saiyan 3 Goku. Majin Vegeta ist kein Super Class Verbündeter. Er würde die Key Plus 4 nicht bekommen. Also wenn du ihn im Endeffekt zum LR bringst, den Great Simon. Aber Majin Vegeta kommt auch mit seiner 12 SA, also 12 Key zurecht. Er braucht nicht unbedingt die Ultra Super Attack. Deswegen, falls du LR Great Simon mitnehmen willst, könntest du ihn reintun statt Bardock zum Beispiel. Tora hat nämlich den besseren Support-Aspekt. Aber ansonsten würde ich sagen, passt das Team auf jeden Fall. Aus seiner Karte ist alles richtig gemacht. Wird ihm einen extra Punkt geben. 9 von 10 Punkte. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Team. Ihr seid gefragt, Freunde, lasst mich wissen, was haltet ihr von dieser Einsendung? Gebt dem Ganzen eine Punktzahl. Schreibt in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Das Team ist von PWND by O's. Hier, weil ich sage nicht mal, jetzt seht ihr. Und zwar, Hashtag Timosu, hier ist mein Dream of Gods Team, was könnte ich dran verbessern? Wie gesagt, ihr seid gefragt, die Auflösung gibt es am Anfang des nächsten Team-Rating-Videos nächste Woche. Und eine kleine Frage, was war deine erste Konsole? Super Nintendo. Super Nintendo damals von Toys R Us mit und Street Fighter. Also, das ist dein Dream of Gods Team, Freunde. Schaut euch das an, gebt dem Ganzen eine Punktzahl. Das ist deine Krankenliste, was würdet ihr gegebenenfalls beim Team ändern? Und dann wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.